Moin Moin, mein Name ist Stefan, ich bin von Tieraddicts und unsere Mission ist es, euch für richtig guten Tee zu begeistern. Heute in dieser Folge geht es um Shirley. Shirley ist ein grüner Tee aus Nordvietnam. Das ist ein Tee, der hat es über die Jahre in die Herzen vieler Kunden geschafft, zu Recht, wie ich finde. Und die neue Ernte ist jetzt da und ich möchte ein paar Sätze über mich persönlich sprechen. Ich war zwei Monate lang offline. Und viele Leute haben bei Instagram gefragt, was los ist, und ich bin da irgendwo eine Erklärung oder eine Antwort schuldig. Ich bin in Thailand gewesen und ich war da fast einen Monat lang im Krankenhaus. Und viele Leute haben gefragt, weil sie es bei Instagram mitbekommen haben. Ja, ich hatte ein Bild gepostet darüber, wie ich hier im Flieger sitze und danach nichts mehr. Und dann haben Leute angefangen zu fragen, was ist los. Ich hatte einen spontanen Primärpneumothorax. Ne, das ist passiert. Ich bin aus dem Flughafen raus. Ich musste 24 Stunden lang in Quarantäne. Und in diesem Quarantänehotel hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Hab das so ein bisschen auf Jetlag geschlossen und weggedrückt. Weil ich hatte auch echt viel, also davor war ich ja noch auf den Azoren in Portugal wegen Laguriana-Ernte. Und da war echt viel los, ne? Und dann war ich echt kaputt auch so ein bisschen. Dachte, ja, ist Stress und Jetlag. Und dann, wenige Stunden später, konnte ich kaum noch atmen. Krankenhaus, alles da, Filmriss, und danach ging irgendwie so ein Horrorstreifen los. Ich kann mich auch nicht so, ich will mich teilweise an Sachen erinnern, aber ich kann irgendwie auch nicht, weil da auch so Filmrisse drin sind. Und ich hatte zwischendrin auch mal so Schmerzmittel, so verschiedene. Und ja, genau. Und dann meinen die Ärzte irgendwann so, ja, sieht nicht gut aus. Ich brauche einen operativen Eingriff, und ich hatte vorher einen Schlauch und danach einen zweiten Schlauch, und dann meinten die, läuft nicht, muss operiert werden. Und dann hat man mir Pleurodese, heißt dieser Eingriff, und mit Pleurektomie. Und das heißt wohl, dass, also das sind die Begriffe, und mir wurden jetzt ein paar Prozent auf der Seite hier von der Lunge rausgeschnitten. Ja, das ist so, man weiß immer noch nicht, warum das passiert ist. Und dann wurde die Lunge quasi hier mit Titan vertackert. Und auf der Seite auch nochmal. Also ich habe hier jetzt zwei so Titan-Nähte. Und am oberen Ende wurde die Lunge dann an den Brustkorb angetackert und dann verklebt von innen. Ne? Und dann, ich habe jetzt zwei Löcher oder zwei so Ritze, und da sind die Ärzte jeweils mit so Sachen da rein. Und jetzt bin ich in der Recovery-Phase, und es geht alles irgendwie wieder. Ne? Also es ist jetzt auch schon fast 2 Monate her. Und es geht alles so Schritt für Schritt. Ich habe manchmal schlechte Tage, manchmal gute Tage. Letzte Woche habe ich die Auffahrt gefegt. Ich habe einfach nur gefegt, und dann nach 10 Minuten, 15 Minuten war ich komplett fix und fertig. Es gibt so Tage, da bin ich wie so ein alter Mann, ne? So 80, 90 Jahre alter Mann, und ich muss mich an meinen Opa erinnern, der alle paar Meter halt eine Pause brauchte. Und so bin ich auch manchmal. Ne? Und dann gibt es aber wieder diese Tage oder Wochen, wo es irgendwie alles voll gut ist, und dann bin ich so, na, nicht wie normal, aber so, da geht's halt wieder. Und bin ich in dieser Recovery, und die Ärzte wissen nicht, woran es liegt. Ne? Also ich habe mehrere Tests gehabt, ne? Also Rheuma, Autoimmun, irgendwas mit Allergie und hier und dies und das und Krebs, und alles ist negativ. Oder nicht bösartig. Und jetzt habe ich, es gibt so einen leichten Hinweis, dass es irgendwie was mit einer Zecke zu tun haben könnte. Ne? Da sind so Bakterien von
Rückstände von Borreliose, Zecke, und aber es ist jetzt, weiß man halt nicht. Und aber die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass es einfach spontan passiert ist und dass es vielleicht irgendwie genetisch ist. Und es gibt auch Leute, die melden sich jetzt bei mir aus dem Bekanntenkreis, die sagen, ja, sie hatten das auch. Und also nicht so wie ich, aber in einer anderen Form, Pneumothorax. Und das ist einfach so gekommen. Ist einfach so. Es gab auch keine Erklärung. Gestern habe ich noch hier mit den Nachbarn geschnackt und da meinten die auch, ja, die hatten jetzt gehört, da gibt es jemanden im Bekanntenkreis, 30 Jahre alt. Sie ist mega die Sportlerin, und dann plötzlich, zack, Atemnot, Krankenhaus. Und dieser Person wurde auch 15% der Lunge rausgeschnitten und wurde dann auch genauso wie bei mir zusammengetackert. Und das dauerte ein halbes Jahr und jetzt ist die wieder wohl ganz okay und macht wohl Sport und so. Und es gibt so ein Trainingsprogramm. Und ja, da bin ich jetzt auch, mache ich jetzt auch so langsam. So, genau. Und das ist dann so passiert. Jetzt bin ich hier und ich möchte nicht sagen, dass ich wieder hier bin, sondern irgendwie fühle ich mich so, als wäre irgendwie was, es ist jetzt irgendwie neu. Also ich will es so sehen, dass jetzt irgendwie was Neues passiert. Na, ich bin, ja, ich weiß nicht, also 2 Monate dann kurz mal weg sein, das macht was mit mir, ne? Also es war nicht ohne Komplikation. Ich hatte zwischendurch auch mal echt, also ich hatte echt zweimal so Angst, so richtig. Und dann der Doc hatte zwischendurch mal gefragt, ob ich ein Testament hätte. Aber es sei alles in Ordnung. Aber gefragt, hast du ein Testament? Und dann, das macht einem was. Das macht was mit einem. Ja. Ja, ich wollte das einmal kurz sagen und da kein eigenes Video daraus machen, sondern ja, das geht jetzt weiter mit uns. Und zwar mit Shirley, mit diesem wunderbaren grünen Tee. Und ich trinke diesen Tee im Grandma-Style. Und viele haben berichtet, die machen das auch so und sie haben sehr viel Spaß dabei. Und ich kann sagen, also dieser Tee, ich habe den jetzt so im dritten Aufguss schon, ne? Und ich trinke ja noch nicht ganz leer, immer so auf jetzt. Und jetzt wäre jetzt die Zeit, wo ich ein bisschen was draufkippe. Und ich habe den Shirley vom letzten Jahr genommen und dann nochmal verglichen. Und ich würde sagen, sieht gut aus, ne? Und der Shirley von diesem Jahr, würde ich sagen, im Vergleich, ist er vielleicht ein Ticken süßer, ne? Also er ist ein bisschen, ne, das richtige Wort wäre lieblich dafür. Es hat was Liebliches, ne? Und der Shirley vom letzten Jahr, ich würde sagen, der hat ein bisschen mehr Gerbstoff-Power, ne? Das wären jetzt meine Worte. Jürgen würde dazu herzhaft sagen. Und dieses Herzhafte ist auch da. Also dieser Tee ist heftig. Also nicht heftig, aber das ist schon ein richtiger Grüntee. Der will da sein. Und dieses Jahr ein Ticken mehr Süße irgendwie drin. Ne? Ich nenne es einfach Süße und lieblich. Und der ist ein bisschen gefälliger. Ne? Gefällig klingt jetzt irgendwie so ein bisschen. Also ich will das jetzt nicht abwertend sagen, sondern gefällig im neutral bis positiven Sinne. Wir haben viele Kunden, die haben den bei sich im Café, und weil der Tee auch relativ unkompliziert ist. Und die servieren den dort auch im Grandpa-Style, habe ich einmal gehört. Und es gibt wohl schon einen Kunden, der will den im Café als Grandpa-Style haben. Und ja, der funktioniert in Kanne und auch in Grandpa-Style. Ich kippe immer tatsächlich 100 Grad drauf. Also wenn das Ding sprudelt, mache ich den, geht da das Wasser rein und das läuft. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, ja, Tee soll 80, 90 Grad haben. Geht natürlich auch. Ne? Also der Tee, also ist wirklich mehrfach erprobt, auch in verschiedenen Jahrgängen. Das läuft mit 100 Grad als Grandpa-Style. Das ist dann mein persönliches Daily-Drinker-Ding sogar. Und
Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir machen hier 90 Grad und dann per Kanne im Kung-Fu-Style. Und das mache ich jetzt. Ich habe jetzt hier 3 Gramm gehabt, 2,5, 3 Gramm waren es ungefähr. Und ich lege jetzt hier so eine halbe Kanne oder so 3/4 oder was. Und das sind jetzt 150 Milliliter, vielleicht 120, so um den Dreh. Und ich habe jetzt das Wasser reingekippt und schon kommt mir dieser Teegeruch entgegen. Ne, also das ist ein Tee. Ich habe hier die Kisten, ich habe die aufgemacht und einfach nur mal geschaut, begutachtet. Und dieser Geruch, ne, von diesem, der kommt einem sofort entgegen. Ne? Dieser Geruch ist, der ist sofort da. Das ist ein Tee mit echter Präsenz, ne? Auch in der Nase. Und der ist frisch und der ist, der ist einfach schön geröstet. Ne? Der wird in solchen Trommeln geröstet. Und der Tee, also für Leute, die die Videos von den letzten Jahrgängen nicht kennen, der Tee wird geerntet in Nordvietnam. Und die Pflanzen, die sind so halb wild. Ne? Das ist so ein Flusstal in Hasang. Der obere Teil vom Flusslauf ist komplett bio, also ist bio, organic, EU zertifiziert. Das ist ein Goodie gewesen von einer NGO, die diese Region erschließen wollten. Vor ein paar Jahren gab es da nicht mal Strom. Und das ist so ein in den Bergen von Nordvietnam, da geht es noch ziemlich urig zu. Und da, die Zuwege sind auch manchmal so Schotterpisten. Wenn es 3 Tage am Stück regnet, dann sind diese Dörfer abgeschlossen von der Welt. Ne? Und es ist sehr ursprünglich. Ne? Die Leute, ich habe noch gesehen, wie Vater und 3 Kinder zusammen im Fluss standen mit so einem Bambusspeer in Hand und die haben so dann nach Fischen gepiekt. Ne? Also so standen die im Fluss und haben dann so nach Fischen gejagt. Und das ist schon beeindruckend zu sehen. Und die bauen dann an den Seiten Tee an und dann kommen Reisfelder. Dann kommt die Straße mit Häusern und dann kommt irgendwann der Fluss. Das ist so eine Rinne, die und dann ist es so Familie zu Familie und jeder kümmert sich dann um verschiedene Dinge. Es rennen überall Hühner, Schweine, Rinder liegen auf der Straße und suhlen sich in diesem Fluss oder in so kleinen so Teichen nebendran. Es ist wirklich sehr, sehr ursprünglich. Es ist fast schon wie so ein Film. Und also ich bin auf jeden Fall sehr gerne dort. Und die Sorte ist nur eine Large Leaf Variety. Das ist jetzt großes Blatt. Und das ist diese Ursprungssorte, die da aus dem Yunnan-Gebirge kommt. Also Leute sagen, das ist das ursprüngliche Tee-Ding. Und Large Leaf Variety, was eher so wie so ein Baum wächst und tausende von Jahre alt werden kann. Und der Tee wächst dort auch wild. Ja, und da gibt es Leute, die gehen dann auch und suchen tatsächlich diese ganz großen Gushu-Teile, da gibt es so Flecken, da läufst du durch den Dschungel und dann sind da richtig dicke Bäume und dann sagen sie, ja, ist 1000 Jahre alt. Keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall sehr, ich habe auf jeden Fall Respekt und Demut vor. Und der Tee ist jetzt eine sogenannte Frühlingsernte, das ist dann, wenn bei denen, wenn sie von Frühling sprechen, und zwar, wenn der Regen beginnt. Und durch die Trockenzeit und am Ende der Trockenzeit, da ist der Tee am besten. Ich gieße ihn jetzt ab. Ich habe jetzt eine Minute zu viel drauf, aber es macht nichts, weil das wird trotzdem lecker sein. Ja, das Wasser hatte jetzt so, ich würde schätzen, 80 Grad. Ich hatte es jetzt bevor dem Video hier losging, hat es einmal durchgekocht, kam dann hier rüber, sind 5 Minuten und hier in diesem doppelwandigen Stahlgedings, also so aus Erfahrung würde ich sagen 80 Grad. Und also nagelt mich nicht fest, ne? Ich bin nicht derjenige, ich habe das Thermometer irgendwann zur Seite gelegt und ja, der Tee ist jetzt, ne? Also es ist ein sattes Grüntee, ne? Es ist unmissverständlich. So ein goldenes Strohgelb mit so einem grünen Reflex drin. Ne? Also das ist ein eindeutiger Grüntee. Der Duft, der kommt jetzt schon. Das ist so eine japanische Hühnersuppe,
kommt einem entgegen, ne, dieser Tee, weil es ja eben ich nenne die immer gerne so Dschungeltees. Diese Tees sind voll mit Umami und zwar auf so einer suppigen Art. Ne, also das ist so wie so eine Hühnersuppe. Ne. Jürgen schmunzelt dann immer, aber ich sag dazu Hühnersuppe, er sagt dazu herzhaft. Und ja, also die Bitternis ist in diesem Jahrgang ein bisschen weniger, aber dafür gibt es so ein bisschen Süße da drin. Ja, und das Ding kippt dann in diesem, also im Huigan, im Nachhall, kippt der so ein bisschen in so eine lakritzige Note. So ein bisschen, ja, Lakritz sage ich dazu. Und das ist dieses Jahr so ein bisschen ausgeprägter. Und die Blätter, wenn man sich die genau anschaut, dann, ne, also sie, es wird uns als First Grade verkauft und das bedeutet First Grade, one leaf, one bud. Ne? Und ich kann jetzt sehen, dass zwischendrin auch mal ein drittes Blatt dabei ist, also ein zweites Blatt. Aber das macht nichts, weil der Tee schmeckt trotzdem richtig, richtig gut. Ja, also das ist ein Tee, den sollte man einfach zu Hause haben. Ne? Die Blätter gebe ich jetzt gleich nochmal in Nahaufnahme. Ich kann ja sehen, das ist hier One Leaf, One Bud. Ne? Das ist, ich gebe da ein positives Feedback zu denen und sage, das ist eine gute Pflückung. Ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.